26. April 2011. Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich besucht gemeinsam mit zahlreichen Europa-, Landes- und Kommunalpolitikern die Reliable Plant Solutions GmbH, kurz RPS. Ja, gerne. Also ich habe viel über Ihr Unternehmen gelesen, aber ich bin natürlich gespannt, darüber was zu erfahren. Das historische Abfertigungsgebäude des Leipziger Flughafens beherbergt heute die Geschäftsräume von RPS. Da können wir, haben wir schon was aufzubieten aus der Zeit. Sie kommen natürlich zu einer brisanten Zeit zu uns. Energietechnik ist das, was uns natürlich ganz besonders beschäftigt. Der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Bernd Kulbe informiert die Anwesenden in seinem Vortrag über die Entwicklung des Unternehmens und stellt das ingenieurtechnische Firmenprofil mit Schwerpunkt Kraftwerke vor. Ein Film über den Bau der GfK-Kamine für das Steinkohlekraftwerk Hamburg-Moorburg verdeutlicht in beeindruckender Weise das Geschäftsfeld von RPS. RPS hatte hier die beiden 137 Meter hohen und jeweils 200 Tonnen schweren GfK-Röhren geplant, gefertigt und montiert. In der Diskussion ging es vor allem um die Haltung der sächsischen Staatsregierung zum Energiekonzept der Bundesregierung. Hier versicherte der CDU-Politiker, dass er den gleichzeitigen Ausstieg aus der Kernkraft und der Energiegewinnung aus Kohle nicht für sinnvoll und zugleich nicht für möglich halte. Für den Anlagenbauer von Kohle-, Gas- und Dampfkraftwerken sind das wichtige Informationen für die Positionierung im Marktsegment. Zum Abschied erhält der Ministerpräsident ein Hologrammmodell eines GUD-Kraftwerks für die russische Stadt Kasan und fasst zusammen. Ich habe heute die Firma RPS kennengelernt, die ein wichtiger Systemausrüster, auch im Engineering für Kraftwerke ist, hier insbesondere auch im Bereich der Kohleverstromung. Und ich konnte mich von der hervorragenden ingenieurtechnischen Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens bei der Planung, aber auch bei der Realisierung von Großanlagen überzeugen. Ich habe die Referenzliste kennenlernen können. Das heißt, man ist nicht nur auf dem deutschen Markt unterwegs, sondern auch international unterwegs. Und von daher kann ich nur dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg wünschen, viele solcher Aufträge. Weil ich glaube, gerade für Sachsen ist, um als innovativer Standort auch zukünftig bestehen zu können, ingenieurtechnische Leistung eine Voraussetzung. Anlagen bauen, hätte ich bald gesagt, in großer Masse, das kennen viele. Aber spezielle Lösungen, so wie sie RPS anbietet, das kennen nur wenige. Und das ist die Qualität, die dieses Unternehmen auszeichnet.